Der Partner. Was ist, Kirito? Ja. Ach, nichts, schon gut. Der Typ, der sich als Po ausgibt, er ist bereits verschwunden. Es bringt nichts, jetzt hinterher zu hetzen und ich will keine Panik versetzen. Aber würde er sich so zeigen, nur um uns zu verspotten? Jedenfalls kann ich jetzt sagen, dass es stimmt, was sie sagt. Nun gut, es ist offensichtlich, dass sie Angst hat. Lassen wir doch eine Weile sie bei uns sein. Was denkt ihr, Laila und Michael? Ja, in dem Fall wäre es wohl das Richtige. Ich stimme auch zu. Vielen Dank! Überwacht Epsilon dann vielleicht all ihre Opfer? Dann bräuchten sie aber jede Menge Leute. Wobei die Chance trotzdem besteht. Aber vielleicht gibt es einen Grund, warum gerade sie überwacht wird. Kann es sein? Hat sie etwas Wichtiges über Epsilon erfahren? Etwas, von dem selbst sie nicht mal weiß, wie wichtig es ist? Fällt dir etwas ein, Kaide? Ich weiß auch nicht. Du hattest ja den Server von Epsilon gehackt. Und daher wurdest du auch in das Pack-Experiment verwickelt. Dabei hast du vielleicht etwas Wichtiges erfahren. Aber, ach ja, stimmt, dir fehlen ja die Erinnerungen, oder? Ja, tut mir leid. Ich habe bereits alles gesagt, an was ich mich erinnere. Über den Pact und den Battle Royale, nicht wahr? Vielleicht liegen die wichtigen Informationen in den fehlenden Erinnerungen versteckt. Ja, da können wir dazu wohl nichts machen. Wo hast du das eigentlich, das Cracking und Hacking, so gelernt? Von ganz selbst? Meine Eltern arbeiten mit PC und so haben sie mir einiges beigebracht. Aber zum Hacker haben sie mich nicht erzogen. Den Rest habe ich mir selbst beigebracht. Aber deine Eltern arbeiten nicht für Epsilon, oder? Nein, für eine andere Firma. Beziehungsweise sie leiten selbst eine Firma. Dabei kümmern sie sich auch um VR. Du bist also die Tochter eines Geschäftsführers? Ach, so was Besonderes ist das nicht. Es ist auch eine kleine Firma, nicht so wie Epsilon. Hat ihre Firma vielleicht Geschäftsbeziehungen zu Epsilon? Also, ich weiß es nicht. Ich habe mit der Geschäftsführung nichts zu tun. Wie alt bist du eigentlich? Also, wenn du uns das verraten willst. Ich bin auch Schülerin, genauer gesagt 16. Also etwa in unserem Alter. Dann ist es klar, dass du mit sowas nichts zu tun hast. Ich habe eine ältere Schwester. Die ist schon von klein auf, hat Interesse an Business und Management gehabt. Jetzt arbeitet sie in der Geschäftsführung der Firma meiner Eltern. Entscheidend ist also nicht mein Alter. Ich eigne mich wohl einfach nichts fürs Management. Ah! Was ist? Meine Schwester hatte kürzlich Epsilon mal erwähnt. Was hat sie genau gesagt? An genaueres erinnere ich mich nicht. Ich habe nur im Wohnzimmer gehört, wie sie sich mit unseren Eltern unterhielt. Und die Stimme war ziemlich angeheizt. Feindliche irgendwas von Epsilon und es ging um das Fortbestehen der Firma oder so. Vielleicht eine feindliche Übernahme? Man kauft Aktien und übernimmt die Kontrolle oder Vereinbarung mit dem Zielunternehmen. Eine Übernahme oder Fusion? Genau. Dann ist das wirklich keine schöne Angelegenheit. Natürlich können wir nur damit nicht viel anfangen. Man hört öfter, dass Epsilon andere Unternehmen einfach übernimmt. Darum sind sie bei vielen fast. Ist halt einfach wirklich Electronic Arts hier. Ich werde meine Schwester bei Gelegenheit mal danach fragen. Dies ist eine wichtige Nachricht der Direktion. Gleich beginnt die Ziehung der Halbfinalbegegnung. Alle teilnehmenden Spieler möchten sich bitte ins Kolosseum begeben. Es ist offenbar soweit. Gehen wir. Yui und ich werden bei Kaide bleiben. Genau, gebt alle euer Bestes. Kaide. Ihr nehmt doch am Turnier teil, um Nachforschung durchzuführen, oder? Ja, wir wollen das Experiment behindern und neue Informationen sammeln. Ich hoffe, ich störe nicht zu sehr.
aber das tue ich sicher, oder? Es tut mir so leid. Ach was, das stimmt doch gar nicht. Du bist uns eine große Hilfe. Deine Aussagen sind ebenfalls wichtig für uns. Also alles gut also. Du musst dich nicht entschuldigen. Tut mir leid, nein, vielen Dank. Meine Schwester bläut mir auch immer ein, dass ich mich nicht ständig entschuldigen soll. Ich werde euch sofort Bescheid sagen, wenn mir mehr einfällt. Dankeschön, wir ziehen auf dich. Gut, das wäre erstmal alles zu Epsilon. Du hattest doch gesagt, dass du in Cross-Age teils deine Erinnerung verloren hattest. Erinnerst du dich mittlerweile? Nein. Ich versuche mich ja zu erinnern, aber es gibt immer noch viele Lücken. Bis ich neulich mit euch sprach, war es mir noch nicht einmal aufgefallen. Man vergisst sogar, dass man etwas vergessen hat. Menschliche Gehirne reparieren sich oft bei Störungen ganz... unbewusst. Das geschieht wohl, damit im Alltag keine Probleme hat. Davon habe ich auch gehört. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal das an meinem eigenen Leib erfahren würde. Nachdem ich merkte, dass meine Erinnerungen fehlen, ließ das mir keine Ruhe mehr. Ich fragte mich, was ich getan hatte und wie viele Erinnerungen mir wohl fehlen. Das machte mir richtig Angst. Gibt es da ein Ich, das ich nicht kenne, oder verliere ich mich selbst? Das ist vielleicht noch schlimmer, als überwacht zu werden. Was Amnesie und Gedächtnisverlust angeht, weißt du, das ist gar nicht so selten und auch heilbar. In deinem Fall kann es vorübergehend auch durch einen extremen Stimulismus verursacht worden sein. Du kriegst deine Erinnerung sicher wieder. Ja, das denke ich auch. Nachdem ich im Koma lag, kam meine Erinnerung auch zurück, nachdem ich mit meiner Schwester sprach. Danke euch beiden. Nein, nein, tut mir leid, dass ich als Entwickler das alles nicht verhindern konnte. Und dass dir dadurch so etwas zugestoßen ist. Ach was, ich weiß ja, dass du alles dafür tust, um das Problem zu lösen. Das beruhigt mich, dass du das sagst. Ich würde dich gerne noch etwas fragen. Hattest du keine Angst, dich in Cross-Age einzuloggen? Du wirst beobachtet und versuchst, Erinnerungen zurückzugewinnen. Schön kann das nicht sein. Also, ach so, dafür hatte ich zwei Gründe. Erstens tue ich das gerade, weil ich Angst habe. Ich muss einfach wissen, was mit mir passiert ist. Und dabei konnte ich mich nur auf euch verlassen. Denn ihr habt mir geholfen, Infos zu sammeln, um die Bösewichte zu bekämpfen. Der zweite Grund wäre, ich hatte das Gefühl, wenn ich einfach so aufgehört hätte, hätte ich verloren. Inwiefern? Naja, ich wollte doch ursprünglich einfach das Spiel genießen. Aber wegen Epsilon das Spiel dann einfach hassen würde, das wäre, als hätten sie bestimmt, dass ich es nicht mögen darf. Ich bin schließlich nicht nur Hackerin, sondern schon von klein auf Gamerin. Darum will ich nicht, dass mir gegen meinen Willen ein Spiel vermiest wird. Das kann ich nicht akzeptieren, egal auf welche Weise das geschieht. Liegt das vielleicht auch am Einfluss seiner Eltern? Das ist ein Aspekt, aber ich will es auch selbst so. Nicht nur meine Eltern, auch meine Schwester ist so. Unsere ganze Familie also. Also seid ihr eine richtige Gamer-Familie? Ganz genau. Ich erinnere mich noch, als das Nerf Gear angekündigt wurde. Mein Vater war aufgeregt wie ein Kind, weil das die Spielewelt revolutionieren würde. Als jemand, der selbst kleiner Entwickler ist, kann ich das gut verstehen. Cross-Age trifft das Spiel keine Schuld. Es ist wirklich wundervoll. Ich will, dass Cross-Age weiter existiert, unabhängig davon, was aus Epsilon wird. Vielleicht sollte gerade ich das nicht sagen, aber... Michael, Yui, holt euch Cross-Age zurück! Das werden wir! Kaede ist sehr stark und... Kaede hat eine sehr starke und direkte Persönlichkeit.
Natürlich. Gerade für Menschen wie Sie muss ich Epsilon bekämpfen. Was ist, Michael? Habe ich vielleicht etwas Komisches gesagt? Nein. Dank dir konnte ich meine Willen wieder festigen. Zukünftiges. Irgendwie wirkt es hier richtig freundlich. Michael scheint jetzt besser zu gehen und ich denke, wir können Kaide ihm überlassen. Stimmt. Er ist ebenso fürsorglich und rücksichtsvoll. Aber was ist denn, Layla? Du schaust so ernst. Ach, schon gut. Aber wenn ich so darüber nachdenke, ich habe bislang so gut wie nie gesehen, wie er mit jemandem redet, den er kaum kennt. Kirito und die anderen kannte ich ja bereits und Michael ist zu unserer Gruppe dazugestoßen. Aber bei Kaide ist es anders. Ich kenne sie kaum und Michael geht es genauso. Im Gegensatz zu mir kann er mit jedem vernünftig reden. Das weiß ich ja auch eigentlich. Aber wenn ich sehe, wie er sich nett mit jemandem unterhält, fühle ich mich komisch. Es ist, als hätte ich das Gefühl oder sogar Angst davor, dass er sich von mir entfernt. Bislang haben wir gemeinsam in derselben Welt gelebt. Das denke ich zumindest. Das hielt ich immer für das Selbstverständliche, aber wie wird es in Zukunft aussehen? Layla? Was ist denn? Du wirkst doch so, als würde dir was auf dem Herzen liegen. Ach nein, vergiss es. Ich habe nur an die Zukunft gedacht. Inwiefern? Ach, lassen wir das. Genau. Wir müssen darüber reden, wie wir unsere nächsten Schritte lauten. Es sind nicht mehr viele Leute übrig. Nur noch ein Kampf und das Finale steht an, oder? Ja, es fehlen nur noch Halbfinale und Finale. Ach ja, dafür werden sich auch die Regeln ändern. Schauen wir uns mal die an. Wer die meisten Punkte sammelt und den größten Schaden zufügt, kommt weiter. Das war auch vorher so. Neu wäre, dass es auch Bossmonster eingesetzt werden. Offenbar haben die neue KI extra für die Turniere bekommen und greifen die Spieler an. Der Schaden an Bossen und die Anzahl an besiegten Bossen werden zu den Punkten hinzugezählt. Das wird es schwieriger machen. Es verlangt ein hohes Maß an Strategie und Abwägung. Ich würde sagen, es lohnt sich ja erst recht, jetzt sich einen Plan auszudenken. Unser Ziel ist es nicht nur zu gewinnen, sondern Epsilons Experimente im Turnier zu verhindern. Die Epsilon-Spieler, die den Pakt verwenden, sollten wir erkennen können. Wir müssen einfach so weitermachen wie in der Vorrunde. Michael und Yui haben von den Zuschauerrängen alles überwacht und uns eine Liste mit verdächtigsten Spielern zusammengestellt. Es wird sicher noch angekündigt, was für ein Bossmonster eingesetzt wird. Egal was kommt, greift nicht kopflos an, sondern studiert erstmal die Angriffsmuster. Auch die Bossmonster, die wir schon kennen, agieren hier vielleicht anders? Die Bossmonster. Ist etwas? Ja. Ach, ich mache mir nur Gedanken darüber, was jetzt noch alles dazukommt. Epsilon wird nun auch sicher ernst machen. Wenn ja, könnten sie diese Veränderung ausnutzen, um etwas Drastisches zu tun. Auf einen Schlag. Kirito, Layla, Asuna und Alice. Diese vier werden im Halbfinale teilnehmen. Zumindest wissen wir jetzt, wer sich da bei uns einmischt. Damit können wir sie direkt anvisieren. Und wie? Wenn sie schon am Turnier teilnehmen, können wir sie auch dort erledigen. Wir werden die Bossmonster mit dem Pakt verwenden. Die werden doch im Halbfinale eingesetzt. Die steuern wir manuell und nicht über eine KI. Das wird die Spieler überrumpeln, die sich ihre Angriffsmuster eingeprägt haben. Wie sollen wir die Gegner benutzen, um die Spieler mit dem Pakt anzugreifen?
Der Pakt gibt den Spielern mittels dem Schmerzabsorber über das Schmerzempfinden Befehle. Wir müssen also nur das Programm dafür in die Gegner einspeisen. Dafür muss das System natürlich ein wenig optimiert werden. Aber so können wir den Pakt auch ohne direkte Nutzung von Spielern einsetzen. Mit meinen Administratorenrechten kann ich vorübergehen, die Monster kontrollieren. So genau schauen die Mitarbeiter da nicht auch hin. Das sollte also kein Problem darstellen. Wird der Effekt auch ausreichen? Es wäre schön, wenn ein Treffer ausreichen würde, aber derzeit ist das noch unsicher. Auch wenn wir nicht sie sofort kontrollieren können, es wird einen Effekt auf sie haben. Sie werden vielleicht bewusstlos, durch den Schmerz gelähmt oder verlieren Erinnerungen. Das sollte ausreichen, sie zu brechen. Und danach können wir sie mit dem Pakt immer noch einen zweiten oder dritten Treffer landen. Verstehe. Löschen wir sie also jetzt aus, damit sie nicht noch mehr Aufruhr sorgen. Wir müssen sie also nur alle vier mit dem Pakt erwischen und aus dem Turnier werfen. Goliath, hast du Tomaten auf den Ohren? Ich sagte, auslöschen. Und zwar alle, nicht nur die, die teilnehmen, auch ihre Unterstützer im Publikum. Was? Selbst die Zuschauer? Sora Imusawa, Charaktername Michael. Von dem Jungen rede ich. Der ist euch neulich doch durch die Finger geschlüpft. Also Goliath, du sagtest doch, du willst es wieder gut machen. Oder war das etwa gelogen? Aber natürlich. Po überwacht derzeit die Zuschauer, arbeitet mit ihm zusammen und erledigt sie ohne Ausnahme. Jawohl.